Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich hoffe, es geht euch gut. Alhamdulillah, da kommen schon die ersten eingetrudelt. So, ihr wisst ja, was das Thema ist. Hoffentlich wisst ihr das. Es geht um die Situation in Frankreich. Aber eigentlich ist es die Situation in der Welt. Ja. Ihr seht sicherlich, was da momentan abgeht, wie man versucht, gegen die Muslime zu hetzen, wie man ganz geplant provoziert und die Bilder des Propheten, beziehungsweise was heißt Bilder des Propheten, sondern Karikaturen auf eine Wand macht, um damit zu provozieren, wie man plötzlich die Hetze immer weiterführt. Und zwar ganz brutal. Und ich bitte hier bei diesem Thema zu bleiben. Wer hier im Livestream auf andere Themen eingeht, werde ich rausschmeißen, weil das ablenkt. Wir wollen hier bei diesem Thema bleiben. Ja? Und nicht von Hinz nach Kunz und von Hans nach Franz springen, sondern bei diesem Thema bleiben. Ich habe einige Geschwister angeschrieben und gefragt, was man machen kann. Es gab auch einige Kommentare, die ehrlich gesagt sehr, sehr unverschämt gewesen sind. Ja, sehr, sehr unverschämt. Ja, einer schreibt mir auf Arabisch, ja, wir müssen uns vereinigen, wir müssen das und das und dies und das und vereinigen und so und hin und her und das und das und wenn du nicht mitmachst, wir werden dich erwähnen, egal ob du mitmachst oder nicht mitmachst. Erstmal, wer bist du eigentlich? Denkst du, du kannst mir Angst machen oder was, weil du irgendwie dann über mich erzählst, dass ich mitgemacht habe oder nicht? Hä? Was? Der nächste Schritt. Hast du Angst, gegen Macron zu reden? Hast du Angst, was gegen ihn zu sagen? Hallo? Warum soll ich denn vor dem Angst haben? So, hast du gedacht, ich bin den ganzen Tag nur mit deinen Themen beschäftigt? So. Aber warum kriegt man solche dummen Kommentare eigentlich? Warum kriegt man solche dummen Kommentare? Man könnte sagen, weil wir es einfach mit Doofen zu tun haben. Ja, stimmt, wir haben es mit sehr vielen Doofen zu tun. Ja, die gehen ja auch ein großes Risiko ein, wenn sie mit ihren Kommentaren, mit ihrem Fake-Account schreiben, ey, Macron, du Hund. Da gehen sie auch ein großes Risiko ein, weil es könnte ja sein, dass der Macron ihnen dann den Geheimdienst auf den Hals hetzt und sie dann große Probleme kriegen. Ich meine, ich habe es gibt einen Mordaufruf von ISIS gegen mich, offiziell. Und ich habe danach noch klar und deutlich gegen die geredet und bin sogar sehr, sehr, hart gewesen darin. Meinst du, dann habe ich Angst, wo habe ich mehr Risiko? Wenn ich sage, dass der Macron ein Volltrottel ist oder wenn ich sage, ein ISIS-Typ ist ein Volltrottel. Wo habe ich mehr Risiko, dass vielleicht jemand hinter mir steht mit dem Messer? Der Macron interessiert sich überhaupt nicht für mich. Meint ihr, der Macron interessiert sich dafür, ob ein muslimischer Prediger jetzt hier in Deutschland irgendwas gegen ihn sagt? Interessiert ihn nicht die Bohne. So, dann sieht man Leute, die rufen auf, wir müssen den Propheten verteidigen. Mashallah, möge Allah euch belohnen. Dann sieht man Leute, die schreiben drumherum, ja, Macron ist dies, Macron ist das, Macron kommt aus einer Familie, die so ist, er hat mit 13 Jahren schon Unzucht begangen und so weiter und so fort. Okay, was ändert das an der Tatsache? Haben wir dadurch, dass wir das erwähnen, wirklich etwas verändert? Das heißt, bevor wir erstmal mit diesem Thema anfangen, müssen wir uns fragen, was ist unser Ziel? Und was wollen Sie mit diesen Karikaturen erreichen?
Und was ist die Ursache dafür, für ihre von den Islamfeinden die Reaktion? Das ist erstmal die erste Frage, die wir stellen müssen, bevor wir anfangen rumzuposaunen. Denn ich will euch eine Sache sagen, Leute. Es ist alle paar Jahre dasselbe. Alle paar Jahre kommt irgendwo eine Karikatur raus und wir Muslime sind wie ein Feuerwerk. Kurze Explosion, Entzündung, viel Krach machen, kurz erleuchten und dann wieder. Dann erlöschen wir wieder und man hört nichts. Und am nächsten Tag liegt der Müll auf der Straße, der wird dann aufgeräumt und dann hat sich an der Situation wieder nichts geändert. Es ist immer dasselbe. 2005 in Dänemark, ja, Dänemark kamen die Karikaturen raus, bumm, die ganze Welt ist aufgestanden und alle wurden laut, wie ein Feuerwerk. Aber es hat sich verändert, nichts. Dann hat Frau Merkel sogar den Westergaard, der diese Karikaturen des Propheten gemacht hat, sie hat ihn gelobt. Kein Mensch hat sich aufgeregt. Leute kommen, erzählen uns, ey, ihr müsst was machen, warum macht ihr nichts, warum sagt ihr nichts? Ey, Freak, wir haben 2012 eine Kundgebung gemacht zur Verteidigung des Propheten a.s. Warst du da gewesen? Nein. Muslime haben uns alleine gelassen. Ganz klar und deutlich. Weil es immer nur darum geht, laut zu schreien. Aua, aua, ihr seid böse, böse. Aua, und dann ist wieder nichts. Und es passiert wieder nichts. Und jetzt schreibt gerade jemand hier, er findet das mit den französischen Produkten, ist ein guter Schritt, die zu boykottieren. Nur, dass es durchgezogen werden, aber sowieso, man kennt es ja, ist in 2 Wochen das Ganze wieder vergessen. Mashallah, Bruder, ich wollte es gerade sagen, ich habe nur den Anfang gelesen, wo du sagst mit den Produkten, und ich wollte zu dir sagen, dänische Produkte wurden damals boykottiert. War ein super Schritt, 2005. Und boykottiert ihr die heute noch? Nein. Ist vergessen, ist alles vorbei. Ich sag ja, laut, laut, laut und dann passiert wieder nichts. Bonn 2012, wo Karikaturen gezeigt werden. Nur die Frage ist, und hier ist es damals das, was in Bonn passiert ist und was in Solingen passiert ist. Ist das wirklich etwas gewesen, was gut war? Ist das etwas, oder sagen wir, was effektiv war? Wir reden nicht über die Nia von bestimmten Leuten, ja? Wir reden darüber, ob es effektiv war. Was ist unser Ziel? Und was ist deren Ziel? Was ist das Ziel von Karikaturen des Propheten a.s. dazu? Das Ziel ist es, den Propheten damit zu beschimpfen, zu beleidigen, seinen Status zu verringern und natürlich auch zu provozieren. Aber ihr müsst euch mal einer Sache bewusst sein. Die Sachen, die über den Propheten geschrieben werden und die Sachen, die über den Propheten verbreitet werden und YouTube-Videos von Islamhassern oder Missionaren, wo der Prophet a.s. auf das Schlimmste beschimpft wird und dargestellt wird, sind viel, viel schlimmer als diese Karikatur, die dem Propheten a.s. gar nicht darstellt. Und hier zeigt sich wieder, wie unüberlegt wir eigentlich sind. Wenn wir solche Bücher haben, wo der Prophet a.s., die in Deutschland überall in den Märkten verkauft werden, ja, beispielsweise von Hamid Abdussamad, wo die schlimmsten Lügen über den Propheten erzählt werden, wo der Prophet als ein Geistesgestörter dargestellt wird, A'udhu Billah, ja? Da gibt es gar keinen Aufschrei. Aber wenn einer mit einer doofen Karikatur kommt, ja, da gibt es im Gegensatz dazu einen riesen Aufschrei.
Ich will damit nicht sagen, dass nicht, dass man mich wieder falsch versteht oder falsch verstehen will. Ich will damit nicht sagen, dass es in Ordnung ist, eine Karikatur über den Propheten a.s. zu machen. Ich habe das schon mehrmals gemacht. Ich habe schon mehrmals über Karikaturen gesprochen. Man kann die Videos in YouTube finden. Aber das Gleichgewicht, aber die Reaktion, die eine Seite, das ist jedem egal, auf der anderen Seite ist man am Ausflippen. Das zeigt, dass wir nicht wirklich rational überlegen bei unserer Handlungsweise, sondern dass wir emotional sind. Das ist der Punkt. So, hier muss man also nochmal. Ihr Ziel ist es, den Status des Propheten herabzusetzen und zu provozieren. Was wollen Sie durch die Provokation erreichen? Bei manchen ist es einfach nur die Liebe, uns weh zu tun. Das heißt, umso mehr wir darauf reagieren, umso mehr freuen die sich. Guck da, wie sie jetzt wieder ausrasten. Und das ist meine Sicht der Dinge. Meine Sicht der Dinge. Okay? Es kann gerne jemand rational, logisch argumentieren gegen das, was ich sage. Das ist sein Recht. Okay? Aber das ist das, was sie wollen. Auf der anderen Seite geht es darum, den Status des Propheten a.s. herabzusetzen. Und hier sind solche Bücher, die geschrieben werden, oder Videos, die veröffentlicht werden und verbreitet werden, viel, 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 viel schlimmer. Und jetzt zum Beispiel zu diesem Freak, der mich anschaut: Hast du Angst, was gegen Macron zu sagen? An dem Tag, wo dieser Idiot, das ist ein Idiot, mir diese Sache geschrieben hat. Erstmal, woher willst du wissen, was ich gerade mache? Vielleicht liege ich ja auch im Krankenhaus. Ja? Oder bist du mit mir verwandt oder verschwägert? So. So, frag lieber erstmal höflich, aber das sind halt einfach nur emotionale Deppen. Ja? An dem Tag, wo du das geschrieben hast, habe ich zwei Videos gemacht, um den Status des Propheten a.s. zu erhöhen und ihn zu verteidigen. Einmal das Video, was ihr schon gesehen habt, über das Buch, was jemand schreibt, und von diesem Buch macht jemand Vorträge, Videos in YouTube in Deutschland, um den Namen des Propheten durch den Dreck zu ziehen. Ja? Da habe ich als Video gemacht, wo ich zeige, wie sie in dem Buch lügen über den Namen des Propheten, a.s., um zu zeigen, wie unglaubwürdig diese Leute sind. An dem Tag, wo du mir schreibst: Hast du Angst, gegen Macron zu reden? Ja, so. Dann, im Gegensatz zu dir, habe ich keinen Fake-Account, sondern ich bin immer erreichbar. Im Gegensatz zu dir war bei mir die Polizei schon fünfmal mit einer Razzia. Ja, deswegen brauche ich mir nicht. Im Gegensatz zu dir bin ich seit 15 Jahren dem Propheten a.s. aktiv am Verteidigen. Alhamdulillah, möge Allah mir Ikhlas dabei geben. Nur damit man auf dieses doofe Gequatsche nicht hereinfällt. Also, nochmal zurückzukommen. Und ein anderes Video habe ich gemacht, was noch nicht veröffentlicht wurde, wo es darum geht, dass der Prophet a.s. als grausamer Schlechter dargestellt wird. Ja? Und dann wird immer gesagt, wenn man dann mit Versen kommt aus dem Alten Testament: Das ist aber das Alte Testament. Zwei Videos habe ich an dem Tag aufgenommen. Und jetzt muss man sich fragen: Kommen wir zurück zum Thema. Wenn es darum geht, zu provozieren und Muslimen weh zu tun, und wenn es darum geht, den Status des Propheten a.s. herabzusetzen, was ist dann das beste Mittel, um dafür zu sorgen, dass der Status des Propheten nicht herabgesetzt wird? Was ist das beste Mittel dazu? Das ist jetzt die Frage, die ich gestellt habe. Ich habe jetzt gerade runtergescrollt, weil ich eine Antwort haben will. Wenn es darum geht, mit Beleidigung des Propheten a.s., dem Propheten a.s., den Propheten a.s. herabzusetzen, den Propheten a.s. herabzusetzen, okay?
Was ist dann das beste Mittel dagegen? Hier fragt ein Bruder, Abu Junaid, wie sollen Muslime mit der Fatwa von Ibn Taymiyyah umgehen, dass man denjenigen töten darf, der den Propheten beleidigt? Jeder darf das und überall. Was sagst du dazu? Es gibt ein Buch von ihm. Ja, Sarimul Masrul heißt das Buch. Genau. Sarimul Masrul. Wie soll man mit dem Buch umgehen? Erstmal, sehr gute Frage, Bruder. Wir müssen erstmal eine Sache verstehen. Es ist für uns ein sehr emotionales Thema. Es ist für uns ein sehr emotionales Thema. Ja, wenn jemand den Propheten a.s. beschimpft. Aber wie ich schon gesagt habe, Karikaturen sind im Gegensatz zu dem, was geschrieben und gesagt wird, harmlos. Das heißt nicht, dass ich Karikaturen toleriere. In keinster Weise. Nicht, dass man versucht, mir wieder irgendwelche Worte in den Mund hineinzulegen. Aber wir müssen verstehen, dass sich Fatawa von Zeit zu Zeit und Ort zu Ort ändern. Und wir müssen auch verstehen, dass Ibn Taymiyyah, Rahimahullah, erstmal ein Mensch ist, der eine Fatwa gibt. Diese Fatwa ist kein Hadith des Propheten a.s. Und wenn es ein Hadith des Propheten a.s. wäre, dann müssten wir schauen, wie ist dieser Hadith anzuwenden. Und dafür würde man die Gelehrten in dieser Zeit fragen. Und nun, lieber Bruder, und deswegen danke ich dir, dass du diese Frage gestellt hast, müssen wir zurückkehren zu der Frage, was das Ziel derjenigen ist, die den Propheten a.s. beleidigen. Wenn es darum geht, uns weh zu tun oder uns zu provozieren, dann kann es nicht richtig sein, weil es uns weh tut, jemanden zu töten. Da wird mir sicherlich jeder recht geben. Wenn es darum geht, den Propheten a.s. zu beleidigen, so muss man sagen, dass der Prophet a.s. in seiner Lebenszeit sehr, sehr häufig beleidigt wurde und beschimpft wurde. Ja? Und dass der Prophet a.s., dass es ihm nie um seine eigene Person ging, sondern ihm ging es um die Botschaft. Und natürlich, wenn man den Propheten als Person beleidigt, ist die Gefahr, dass man seinen Status herabsetzt und dadurch die Botschaft angreift. Das ist also hier der springende, der Kern des Problems, dass die Botschaft des Islam angegriffen wird. Und deswegen sagt Ibn Taymiyyah, dass man denjenigen töten darf, egal wann und wo. Jetzt müssen wir aber fragen, ist das, was Ibn Taymiyyah sagt, wo Ibn Taymiyyah, wie gesagt, ein Mensch ist. Ibn Taymiyyah ist nicht unser Maßstab in der Religion. Imam Malik hat gesagt, jeder von uns von ihm wird angenommen oder abgelehnt, außer der, der in diesem Grab liegt. Okay, das ist unser Maßstab. Al-Haqqu bi-dalailihi, la bi-qailihi. Die Wahrheit ist nach Beweis, nicht nach dem, der es sagt. So. Imam Malik sagte, und Imam Malik ist ein größerer Gelehrter als Ibn Taymiyyah. Ich bin nur ein Mensch. Ich liege richtig und liege falsch. Schaut euch meine Meinung an. Schaut euch meine Meinung an. So. Hier haben wir jetzt Folgendes. Wenn jemand so etwas macht, nehmen wir uns die Situation in Frankreich. Gehen wir einfach mal der Annahme nach, ich kenne diesen 18-Jährigen nicht, der den Lehrer getötet hat. Ich kenne ihn nicht, ich habe mit niemandem geredet, der ihn kennt. Ich kann mich nur auf das beziehen, was ich im Internet gehört habe. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das, was die Medien geschrieben haben, so stimmt. Davon gehe ich jetzt einfach mal von aus. So. Und er hat diesen Menschen getötet, um damit den Propheten a.s. zu verteidigen. Nehmen wir mal an, er hatte diese Absicht dabei gehabt. Ist das, was er vorhatte? Stellen wir uns ganz objektiv die Frage, und ich bin hier gerade nicht am Schimpfen über irgendjemanden, sondern ich rede ganz sachlich über diesen Sachverhalt. Ist das, was dieser 18-Jährige erreichen wollte, ist das? Hat er das erreicht?
hat er es dadurch geschafft, dass der Prophet nicht mehr beschimpft wird? Er hat es vielleicht geschafft, dass der Lehrer den Propheten nicht mehr beschimpft. Aber durch diese Tat ist was passiert, wird der Prophet jetzt noch viel mehr beschimpft, werden die Muslime noch viel mehr angegangen. Und deswegen können wir sagen, dass diese Herangehensweise, das was diese Fatwa von Ibn Taymiyyah für unsere Zeit und unseren Ort hier in Westeuropa keine passende Fatwa ist. Denn diese Fatwa ist keine Amru Ta'abudi. Ta'abudi heißt, du musst das machen, du musst das machen, egal in welcher Situation, sondern es ist eine Sache, die einen Grund haben soll. Der Grund ist, den Propheten zu verteidigen. Wenn man aber den Propheten nicht dadurch verteidigen, das ist das, was Ibn Taymiyyah meint, wenn ich ihn aber dadurch nicht verteidigen kann, sondern der Schaden noch größer wird, kann das nicht die Absicht von Ibn Taymiyyah sein und kann das nicht sein, was Ibn Taymiyyah beabsichtigt hat. So, das ist der Punkt. Das heißt, durch diese Herangehensweise haben wir nur was, ist nur was passiert, ist nur passiert, dass das jetzt gerade erst so eskaliert ist. Wir gehen nochmal zurück zum Kern der Frage. Zum Kern der Frage. Das Ziel von denen ist, den Status des Propheten herabzusetzen und uns zu provozieren, uns weh zu tun. Was sollten wir tun, wenn so etwas passiert? Wie sollten wir herangehen? Was wäre gewesen, wenn man dem Lehrer und all denen in der Klasse eine Broschüre gegeben hätte oder eine DVD gegeben hätte über das wahre Gesicht des Propheten alayhi salam? Wäre es effektiver gewesen als das, was der 18-Jährige gemacht hat? Die Frage sollte sich jeder realistisch stellen. Jetzt kommt noch eine andere Sache. Ich scrolle mal kurz runter. Ich kann hier leider nicht alles sehen. Es sind sehr, sehr viele Kommentare. Guck mal, Bruder, er hat das gemacht, weil er den Propheten liebt. Okay, das möchte ich nicht in Frage stellen. Das kann sehr gut sein, dass das so ist. Wahrscheinlich ist das auch so. Aber was muss unser Ziel sein? Es geht nicht, Liebe ist erstmal eine Emotion. Liebe ist erstmal eine Emotion. Und in der Liebe müssen wir trotzdem so herangehen, dass wir so handeln, dass der Nutzen von einer Tat da ist. Nicht nur, dass ich mich selber befriedigt habe und ich sage nicht, dass er die Person, die Absicht hatte, sich selber zu befriedigen, sondern wir müssen die Absicht haben, etwas zu verändern. Boykott aller französischen Produkte sehe ich als effektiv an, sollte man auf jeden Fall machen. Schaden kann es definitiv nicht. Ich werde inshallah die nächsten Tage dazu eine Liste veröffentlichen. Hier sagt ein Omaru etwas sehr Interessantes. Es ist wie beim Boxen. Wenn man dem Gegner zeigt, dass er einen Schlag gesessen hat, wird er immer wieder dorthin schlagen. Ja. Aber zeigt man nach dem Schlag Stärke, ich würde es hier nicht Stärke nennen, ich würde sagen, dass man keine Wirkung zeigt. Zeigt man keine Wirkung, dann verzweifelt der Gegner. In Frankreich, in Paris, ist eine Schwester angegriffen worden.
Bruder, es kennen nicht alle die Geschichte des Propheten. Viele dieser Leute kannst du wirklich vergessen. Es sind wirklich Leute, die absolute Katastrophe sind. Absolute Katastrophe. Ich gehe mal kurz hier runter. Tötet die Ungläubigen, wie immer sie findet. Wie ist das zu interpretieren? Da habe ich gestern drüber geredet. Ein Vortrag kommt bald. Kannst du dir das angucken? Ist ja sehr, sehr aktuell. Okay, liebe Geschwister, jetzt die Frage: Was ist meine, was ist mein, was ist meine. Okay, jetzt kurz, Leute. Was ist meine Prognose dieser Sache? Ja, erstmal, ich wollte eigentlich etwas auf Arabisch machen, wollte sagen, Sabah al-Khair, guten Morgen. Seid ihr schon aufgewacht? Habt ihr wirklich gemerkt, dass der Prophet a.s. bekämpft wird und dass die Politiker in Europa gegen den Islam sind? Mashallah, Sabah al-Khair, schön, dass ihr aufgewacht seid. Aber darüber reden wir schon seit weit über 10 Jahren. Denn warum reagiert Macron eigentlich jetzt so? Hä? Warum ist das so? Weil er Angst hat, an Front National, Marine Le Pen, die ganzen Stimmen zu verlieren. Weil sich der Islamhass in der Gesellschaft sowas von verbreitet hat. Sowas von verbreitet hat, dass er jetzt damit Stimmen fangen kann, mit dieser provokanten Art und Weise. So. Und das ist das, was wir hier in Deutschland, es ist kurz vor 12, das will ich euch nur sagen, es ist schon eher zu spät als alles andere. Ihr dürft eine Sache nicht vergessen. Die Muslime waren in die jugoslawische Gesellschaft besser integriert als die Muslime hier in Deutschland. Ja? Guten Morgen. Die waren besser integriert. Und trotzdem hat man es geschafft, einen Völkermord anzukurbeln. Der Hass ist gewaltig. Wir müssen alle unsere Kräfte müssen wir mobilisieren, um Dawa zu machen. Denn was ist Dawa? Oh, Dawa, Dawa. Was ist Dawa? Dawa ist im Endeffekt, dass man jetzt der Prophet, a.s., ein Prophet war. Das ist im Endeffekt die Dawa. Und derjenige, der davon überzeugt ist, wird solche Sachen nicht machen. Und umso stärker wir werden, umso besser. Werden wir jeden überzeugen können? Nein, können wir, werden wir nicht. Wir werden nicht jeden überzeugen können, aber wir müssen das Richtige tun. Wir müssen Sachen machen, die effektiv sind. Und Sachen machen, wo wir uns sicher sind, dass wir keinen Fehler machen. Nochmal, wir müssen Sachen machen, die effektiv sind und Sachen machen, wo wir uns sicher sind, dass wir keinen Fehler machen. Wenn wir uns mobilisieren, und sagen, jeder Atemzug von mir ist dafür, den Propheten zu verteidigen. Jeder Atemzug von mir ist dafür, den Islam zu verteidigen. Jeder Herzschlag von mir ist dafür. Dann werden wir zumindest das Richtige machen, wenn wir Dawa machen. Aber ich frage euch, ich habe es tausendmal gesagt, wie oft teilt ihr die Videos? Wie oft verbreitet ihr die Videos über WhatsApp? Damit verteidigt man definitiv den Propheten und man macht keine Fehler.
Damit verteidigt man definitiv den Propheten und macht definitiv keine Fehler. Wird es dazu führen, dass es in Deutschland nicht schlimmer wird? Kann ich nicht garantieren. Wird es dazu führen, dass in Deutschland jeder den Islam annimmt? Höchstwahrscheinlich nicht. Aber wir machen definitiv etwas, was richtig ist, womit wir keinen Fehler machen. So. Und deswegen müssen wir zusammenhalten. Ich sage euch, liebe Geschwister, verbreitet die Videos über WhatsApp. Verteilt die Videos über eure Kanäle. Teilt die Videos. Macht Infostände in euren Städten. Eignet euch selber Wissen über den Islam an. Wir haben Flyer, die man auch nicht nur an Infoständen verteilen kann, sondern auch außerhalb Infoständen verteilen kann. Ich habe bis 2026 Schweizverbot. Und das ist sehr, sehr wichtig. Bruder, wenn wir eine Demonstration machen, ist das so, oder eine Kundgebung, ist es genau so wie 2012 in Köln. Weißt du, was passieren wird? Es werden wieder, was weiß ich, ich sag mal, Tausende zusagen. Und dann heißt es, oh, aber das ist ja der Pierre Vogel und nicht, dass du danach vom Verfassungsschutz beobachtet wirst, dann sind es dann nur noch 500. Dann kommen noch welche, sagen, der Prophet hat keine Dings gemacht und so weiter und so fort. Am Ende stehen wir mit 200 Leuten da und dann schreibt die Zeitung, ja, Muslime haben keinen Bock, sich für den Propheten einzusetzen. So, das bringt nichts. Und deswegen, liebe Geschwister, teilt die Beiträge. Verteidigt die Beiträge. Das ist das, was wir machen können. Das ist das, was mir einfällt. Gibt es hier noch... Und boykottiert die Produkte. Da haben wir keinen Schaden durch. Habt ihr noch andere Beispiele? Bruder, ich sage dir nur, was Hamza Zorzis gesagt hat, als er in Deutschland war. Der hat gesagt, ihr habt in der kurzen Zeit mehr erreicht, als wir in der langen Zeit. Und wir müssen nicht nach England schauen, weil England, Bruder, ist eine ganz andere Baustelle. In England hat man es seit Jahren mit Leuten zu tun, die aktiv sind. Und diese Infrastruktur haben wir nicht. Wir müssen hier in Deutschland unser eigenes Ding machen. Und wir haben Vorschläge dafür. Bruder, guck mal, es geht nicht um den Propheten, es geht nicht um diesen Geschichtslehrer selber. Und es geht auch nicht darum, dass jeder, der den Propheten kennenlernt, ihn nicht beleidigt. Darum geht es gar nicht, Bruder. Einmal Käfer, immer Käfer ist falsch. Denn die meisten Sahaba waren Kuffar. Wohnungsdauer könnt ihr auch machen. Sammelt euch. Die Moscheen sind meistens nicht Lösung des Problems, sondern Teil des Problems. Sammelt euch in euren Wohnungen und macht dort Vorträge, schaut euch Vorträge gemeinsam an. Seid eine Gemeinschaft. Die Flyer kannst du bei in Braunschweig bekommen. Habt ihr andere Vorschläge? Ihr könnt die Flyer auch selber erstellen. Bilal Gümüş ist noch im Gefängnis, möge Allah ihm seine Situation erleichtern. Guter Charakter antrainieren ist wichtig.
Seid ihr die Veränderung, die ihr für die Welt wollt? Kümmert euch nicht um irgendwelche Ottos hier. Es sind Leute, die im wahren Leben sowieso nichts gebacken bekommen. Ja, Bruder, es hat ja auch was mit dem Islam zu tun, ganz offensichtlich. Aber die Frage ist ja, ob das die richtige Herangehensweise ist. Und da bin ich einer anderen Meinung. Aber wir haben etwas nachgelassen, Bruder. Wir sind vorgestern 10 Vorträge gemacht. Da muss ich mir von solchen Leuten wie dir anhören, dass wir nachgelassen haben. Ihr habt nachgelassen. Wo ist eure Unterstützung? Wo seid ihr bei Vorträgen? Das ist der Punkt. Wir haben nicht nachgelassen. Es gibt vielleicht einige, die nachgelassen haben. Aber wir machen, was wir können. Aber wo sind die? Okay, dann frage ich dich jetzt. Ich habe jetzt schon mehrmals dazu aufgerufen, Infostände zu machen. Ich habe mehrmals dazu, bei welcher Kundgebung von mir warst du das letzte Mal? Ich habe dazu aufgerufen, Vorträge in Hallen zu organisieren. Wo hast du es versucht? Nix. Das Problem ist, ihr seid immer nur am Fordern, am Fordern, am Fordern. Gut, meine lieben Geschwister, ich wünsche euch was. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.